in Richtung 13:0 hinsteigern. So ist das auch in diesem dritten Lauf. Nafisa Tutiam, das ist auch eine der ganz, ganz interessanten Athletinnen. Startnummer 59, sie ist Junioren-Europameisterin im Vorjahr geworden, war schon bei der Weltmeisterschaft in Moskau dabei, dort 14. 1,84 Meter groß, 19 Jahre, wohl die weltbeste 19-Jährige zurzeit. Vor allem ganz, ganz stark im Hochsprung und im Weitsprung. Aus Ungarn, Xenia Krishan. Letztes Jahr hier 14. Katerina Netzvatajewa aus Weißrussland schon mit einer Bestleistung von 13,64. Also wenn sie in diese Richtung wieder hinkommt, kann sie die 6.000 Punkte vielleicht zum ersten Mal schaffen. Und ein Comeback gibt es für eine Deutsche, Lilly Schwarzkopf. Die heißen wir ganz besonders herzlich hier willkommen. Seit dem Olympia-Silber in London hat sie keinen Wettkampf mehr beenden können. Kurz danach die Achillessehne gerissen, nach 2 Jahren endlich wieder mit dabei. Und Jana Maximowa aus Weißrussland, eine glänzende Hochspringerin, schon zum 6. Mal in Götze. Sie war immerhin 5. in der letzten Saison. Hier in Vorarlberg. Ja, das ist jetzt schon ein sehr namhaftes Feld. Lilly Schwarzkopf, 13,26 ist sie bei ihrem besten 7-Kampf gelaufen. Und das war natürlich in London bei der großartigen Silbermedaille. Die Frage ist, wo steht sie nach 2 Jahren Wettkampfpause bei ihrem Comeback? Mit 30 Jahren die routinierteste Athletin im sonst sehr jungen teilnehmerischen Feld. Guter Start, ganz innen auf Band 2, Nafisa Tutiam, die Belgierin, die natürlich zum ersten Mal erst in Götzes mit dabei ist. Schwarzkopf kommt da nicht ganz mit, jetzt kommen Krishan und Netzvertajewa, war ein knappes Finish, 13,77, die Ungarin ist vorne. Etwas stärkerer Rückenwind, 1,4 Meter pro Sekunde. Aber im regulären Bereich, gut für die Athletinnen natürlich. Leichte Unterstützung. Und 13,77 die Zeit für Xenia Krishan. Das ist Laufsieg, aber nicht die Gesamtbestzeit. Die hält immer noch Anouk Vetter aus dem ersten Lauf mit 13,56. Und Nafisa Tutiam, die Belgierin, die ja ohnehin schon 6.298 Punkte stehen hat, verbessert sich gleich im ersten Bewerb auf 13,81, 600stel schneller als bisher. Bin sehr gespannt, wo die 19-jährige großgewachsene Belgierin am Ende morgen Abend stehen wird im Klassement. Also auch in diesem Lauf eine persönliche Bestleistung für die Athletin ganz innen. Krishan gewinnt, die Ungarin vor Tiam und in der Mitte Netzvertajewa. Schaut zwar hier in dieser einen Zeitlupe anders aus, aber offiziell ist die Belgierin Zweite in diesem Lauf. Natürlich die jungen Athletinnen, die noch wesentlich weniger Mehrkämpfe in den Beinen haben, können sich leichter verbessern. Die Leistungen von Lilly Schwarzkopf und Jana Maximowa, die schon lange dabei sind,